alles so ein bisschen. Richtig jemand. Krass, was alles ausgelöst hat. Nur ja. Weil wir das so sagen, da sieht man wieder, was wir hier so für einen Einfluss haben. Ja, also ja. Das ist echt gigantisch. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass das in dem Ausmaße ist. Ich finde, daran sieht man auch wirklich, ja, wie schon gesagt, was wir wirklich für einen Einfluss haben. Das heißt, auch wenn wir hier ein paar Meinungen, sage ich mal, vertreten, wenn wir jetzt hier eine ganz abstrakte Meinung, sag ich mal, irgendwie äußern, zum Beispiel, ich will jetzt nichts Rassistisches sagen, das wäre mir jetzt als erstes in den Sinn gekommen, aber irgendwie sowas wie zum Beispiel, der Hitler, der war ja schon ganz cool, ne? Also wenn wir jetzt sowas sagen, ne? Das ist jetzt natürlich, nein, war er natürlich nicht, aber wenn wir sowas so im Ernst sagen, dann wird das natürlich von vielen so aufgenommen und sagst du, wenn die das sagen, Hitler ist cool. Vielleicht kennen ja manche Hitler sogar nicht mehr, obwohl das eigentlich Allgemeinwissen ist. Aber die denken dann so, ja, wenn die das sagen, dann war das schon so. Und dann haben wir halt wirklich einen Einfluss auf die Kinder, beziehungsweise auf die Leute, die unsere Videos gucken. Und deswegen müssen wir mittlerweile... Also vor allem, weil die Leute, die unsere Videos gucken, zu großen Teilen sich natürlich auch nicht davon beeinflussen lassen. Das möchten wir jetzt mal logisch, dass sich viele von euch da nicht durch sowas beeinflussen lassen, was wir sagen. Aber es sind halt auch viele Zuschauer, insbesondere auch, glaube ich, viele von den Kommentarschreibern oder der Großteil der Kommentarschreiber, auch nicht alle, sind häufig halt auch jünger natürlich. Und dann lässt man sich durch sowas leicht beeinflussen. Also wenn ihr zurückdenkt, beeinflussen. Wenn ihr zurückdenkt, wenn ihr 12 Jahre alt wart, oder vielleicht seid ihr es ja noch nicht mal, oder seid es gerade, aber da lässt man sich halt, die es noch nicht sind oder die es gerade sind, die werden dann später merken, ja, mein Gott, wie habe ich mich früher leicht beeinflussen lassen. Ja. 4, 5. Ja, das kann ich jetzt eigentlich auch einfach nur so unterstreichen, weil es ist einfach so, das sieht man auch schon in den Kommentaren, was da manchmal so gefragt wird, was da so... Ich sag mal, bei manchen Leuten, ohne jetzt beleidigend zu sein, das ist jetzt natürlich nicht gegen dich, der jetzt hier das Video gerade sieht, sondern einfach mal so allgemein gefasst. Es gibt ein paar Kommentare, wie zum Beispiel erst da und damit A und H am Ende und dann 1000 Ausrufezeichen und alles. Die zeugen nicht so von ganz großer Intelligenz. Intelligent. Aber wenn 111 hinter steht, schon. Wenn 11 hinter steht, dann ist es wieder cool. Dena, du bei mir. Okay. Jedenfalls. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Solche Leute kann man halt relativ leicht beeinflussen. Das heißt, egal was wir sagen, die glauben es uns, die nehmen es uns ab, weil wir halt Vorbilder für die sind. Die sehen dann auch teilweise in uns, sage ich mal, so ihre Vorbilder, Idole, sage ich mal. Und das, damit müssen wir quasi lernen, umzugehen, sage ich mal. Weil wir natürlich diesen Einfluss nicht ausnutzen, ganz einfach. Also da habe ich auch eine Sache von mir selber, das ist schon länger mal her, da habe ich einen Let's Play auf YouTube gefunden, also das konnte man schon fast nicht ernst nehmen, das war nicht so das Übliche, was man so in den Klischees hört von Handycam und Fernseher, wo man in der Spiegelung noch das Kinderzimmer sieht oder sowas, sondern das war wirklich schon so extrem, also ich konnte das eigentlich nicht fassen. Dann habe ich aus Spaß einfach mal so auf Twitter gepostet, ja, der schlechteste Let's Player der Welt. Und wurde dann von Zombay damals ordentlich zurechtgewiesen, was mir eigentlich einfällt, dass ich mich entreißen könnte, mit meiner Reichweite hinzugehen und jemanden als schlechtesten Let's Player der Welt abzustempeln. Da habe ich auch überlegt, okay, scheiße, hast du eigentlich recht, hab dann auch alles sofort gelöscht, war irgendwie nur 5 Minuten lang online, deswegen kennt es wahrscheinlich auch keiner. Aber es ist einfach so, man hat eine gewisse Verantwortung, die wird natürlich auch viel, viel größer. Man hat so eine Reichweite und so einen Einfluss, das kann man ganz einfach sagen. Ich finde das Thema gerade so gut, dass ich beschlossen habe, wir sprechen das in dieser Folge weiter. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Folge. Hast du links, rechts rüber geguckt, scheiße, 17 Minuten, Dena, wir wollten nur 13 Minuten jetzt ein Thema bilden. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, nur noch 13 Minuten Folgen? Nein, aber wir haben jetzt ja manchmal irgendwie so 20 Minuten Folgen gehabt und wir wollten eigentlich so 15 Minuten machen, dann haben wir beschlossen, einfach, weil man passend schneiden muss wegen Thema, damit es passt, sage ich mal, damit in der nächsten Aufnahme dann das nächste Thema ist. Und vor allem auch mit Intro, Outro, das zieht auch nochmal locker eine Minute, anderthalb Minuten. Deswegen, wir wollen die Folgen wirklich so bei 15 Minuten belassen und ja. Ja, das heißt, darum gucken wir jetzt immer bei 13 Minuten auf die Uhr. Apropos Einfluss, da kann ich auch eine Story erzählen und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich die, ich habe die schon mal in einem Let's Play hier erzählt, aber da ihr höchstwahrscheinlich nicht meine Let's Plays guckt, nehme ich mal so an, jetzt baue ich hier gerade so einen komischen Block hin. Ich gucke alles, Junge. Bei dir glaube ich das echt, so viele Kommentare, wie du das schreibst. Mal eine kurze Zwischenfrage, okay. Habt ihr mir eine Schere, damit ich ein paar Schafe entschärfen kann. Vielleicht findest du in einer meiner Truhen in meinem Haus eine, okay, aber im Zweifel brauchst du nur 2 Eisen. Also hast du vielleicht, hatten wir denn nicht Eisen reingetan? Nee, ne? Naja, ich habe nur Eisenwerkzeuge ohne Ende. Ich hätte nicht mal eine Schere reintun sollen. Also entweder in meinem Haus oder in Lukas' Haus findest du eine Schere. Okay, ich such mal euer Haus. Ach ja, Lukas' Haus gibt's ja, jetzt habe ich kaputt gemacht. Damit,
Da, ich kann ja immer eine Schere. Ne, die Schere brauche ich selber. Ich brauche selber ganz, ganz viel Wolle für eine Dingens. Ich brauche nur irgendwie 10 Wolle oder sowas. Viel mehr brauche ich. Achso, ja, die kann ich dir geben. Ich habe irgendwie 10 Stacks oder so. Ja, nö, ich brauche irgendwie. Ich bin jetzt erstmal hier in der Höhle und so. Hier. Hallo, hallo, hier. Diamanten. So, und zwar wollte ich eine Story erzählen aus dem Urlaub. Beziehungsweise ich war nicht im Urlaub, aber das war halt in den Ferien. Eine Freundin von mir war im Urlaub, die war auf Mallorca mit ihrer Familie. Die hat halt auch eine kleine Schwester und die kleine Schwester, also meine Freundin, die ist 16. Es ist jetzt nicht meine Freundin, sondern es ist eine Freundin. Nicht, dass es jetzt viele wieder falsch versteht. Muss man ja immer so sagen. Jedenfalls, ihre Schwester ist, glaube ich, 13. Waren halt da im Urlaub und dann war da wirklich eine Person, also die saßen halt im Restaurant da am Frühstückstisch und eine Person neben denen war so, wow, wie alt war die? Die Person war, ich würde sagen, 12, 13, ich glaube schon. Jedenfalls haben die sich halt über Gronkh unterhalten, diese Person mit seinem Freund, die da auch auf Mallorca waren. Und dann kommt so meine Freundin an, also eine Freundin von mir kommt dann halt da an und meint so, die weiß halt auch, dass ich so Videos hier mache und sagt dann so, ja, ich kenne auch so einen hier, der heißt Concrafter, der macht so Videos und dann er so, was? Ernsthaft? Du kennst ihn? Und der ist richtig ausgerastet, ne? Der meint so, was? Kennst du den wirklich? Und so. Und ich konnte mir das halt gar nicht vorstellen, dass da einer so ausrastet, nur weil der jetzt mich kennt und dann quasi eine Bekanntschaft von mir persönlich trifft. Und der hat mich dann nachher bei Facebook geaddet und bla, und dann haben wir zusammen geschrieben. Und das ist echt heftig, was für einen Einfluss man hat, dass man quasi eine Freundin von mir trifft eine Person auf Mallorca, die meine Videos sieht. Das ist schon irgendwie krass. Das hat mich dann erstmal richtig geflasht. Aber da, ich weiß nicht, ich glaub, da habe ich auch noch was für dich. Und zwar habe ich vor kurzem, was heißt vor kurzem, ich glaube, es war vor einem Monat oder sowas, habe ich, ich schleiche mich jetzt mal in ein Haus rein, wir müssen nämlich wieder schlafen. Habe ich, ich kann nicht schlafen. Warum nicht? Ich lock mich dann kurz aus, dann könnt ihr schlafen. Ich bin irgendwo in der Höhle. Okay. Ja, was? Da hat, habe ich mich mit, glaube ich, Kindern von einem Geschäftskollegen von meinem Vater oder irgendwie sowas unterhalten. Und dann habe ich so gemeint, oder nee, ich habe mich mit denen unterhalten, genau. Und dann hat er gemeint, ja, Let's Plays, da redet schon mit meinen Kindern. Die kennen nämlich auch Minecraft und so. Habe ich mich mit Leuten, die 30 Jahre älter sind, wie ich, über Minecraft noch unterhalten. Luca, bist du im Bett? Warte, ich gehe sofort ins Bett. Und dann habe ich später noch mit den Kindern gesprochen. Die waren irgendwie so im Bereich von 12 und 14 Jahren, sage ich mal. Und habe dann gesagt, ja, Let's Plays. Und die so, oh, cool, wie viele Abos hast du und so. Habe ich ein bisschen mit denen über meinen Kanal geredet. Und ich lock mich mal kurz aus, damit ihr schlafen könnt. Ne? Und dann habe ich, wie ist denn das gekommen? Habe ich so gesagt, ja, vielleicht kennt ihr mich ja über irgendwelche Kollegen von mich, weil meinen Kanal haben sie nicht gekannt. Habe x Leute genannt, mit denen ich schon was gemacht habe. Und rat mal, wen sie gekannt haben. Dena. Nee. Mich? Ja. Ernsthaft? Ja. Du gemeint, ja, habt ihr Trauminsel gesehen? Weil das war irgendwie erst 2 Wochen nach Trauminsel oder sowas. Die sagen, ah ja, da habe ich einen Part gesehen. Das war irgendwie, das war dann so richtig krass, weil ich finde das sowieso immer krass, wenn du im Real Life unterwegs bist und dann Leute von YouTube, also das ist irgendwie, mir hat über das Studium hat auch gerade ein Kollege von mir vor einer Woche oder so gesagt, ja, bei mir zu Hause gibt's einen, der guckt deine Videos. Und warte, Dena, ich muss noch kurz petten, so jetzt gehe ich petten. Ich bin schon 5 Mal hingelegen und aufgestanden, ey. Ja, warte, ich gehe jetzt so. Ja, ich lieg jetzt im Bett. Okay. Und ich finde das auch immer total krass, wenn du dann hingehst und fertig. Ja, Tag ist. Und dann einfach, das ist irgendwie, das sind so zwei Welten, die eigentlich irgendwie so nicht zusammengehören. Das ist so, da merkt man wieder, was für einen Einfluss man hat. Haha, Thema übergreifend wie ein Floyd. Jo. Hat einer von euch, willkommen zu Lin News am Montag. Hat einer von euch Clay? Clay? Nein, nee. Ich bin vollkommen unter der Erde da. Aber beim Pogshop Media House ist ein Fluss und da ist was. Und ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Das warst du, Skate, Junge. Warst du das? Wer war das? Das war ein Zombie. Hier, irgendwie grad so, hier ist irgendwie, hier ist ein Block, ist irgendwie kaputt. Und da backt da der Block ist kaputt. Oh nein. Ja, wirklich. Wenn man auf den fällt, backt man immer. Uah, schon wieder. Was, oh nein? Hm? Ja, Dena, hallo? Willst du noch irgendwas zu Einfluss sagen? Du hast noch gar keine Story so erzählt. Kann ich machen. Aber wieso, was ist gerade mit oh nein gewesen? Hey, gar nichts. Wir fehlen nicht 4 Wolle, verdammt. 4 Wolle. Ja. Ich höre hier aber Zombies. Was machen die Zombies? Ich hab voll Angst hier, Mann.
Okay, hört mich wahrscheinlich nicht. Fail. Fail. Wir müssen den Upload abbrechen. Abbrechen. Ja, ich bin noch da. Du hörst mich noch, ne? Ja, ja. Nur der Dena, der leckt gerade echt ein bisschen rum. Ich leck gerade, jetzt leck ich aber. Alter, wieso lädst du denn auch während des Aufnehmens hoch? Ja, bist du bescheuert? Weil das das Denas Tag Video ist und das muss auf jeden Fall noch am Donnerstag kommen und wir haben jetzt schon 21 Uhr. Alter, dann sag doch Bescheid, dann nehmen wir ein anderes Mal auf oder so. Hätte uns doch anpassen können. Später gemacht. Ja, wir hätten über alles reden können. Nein, es ist zu spät. Ja. Alter, aber während des Aufnehmens hochladen, das ist schon so eine Kurzversicherung. Das kenne ich auch. Das habe ich mal einmal gemacht und dann ging echt gar nichts hier, sag ich mal. Ja. Das ist schade, dass. Also, rendern konnte ich vorhin ja problemlos in der ersten Folge. Hätte ich ein 50K-Internet, dann wäre das was anderes. Ja. Rendern kannst du ja, weil du einstellen kannst, dass ein einzelner Prozess mehr höhere Priorität haben kann oder nur an einzelne Kerne benutzt. Aber hochladen ist was anderes. Aber hochladen, braucht man so ein Tool zum Hochladen, das halt den Netzwerkverkehr regelt, dass jetzt Skype und Minecraft Vorrang haben vor dem Browser mit dem Upload. Hast du das? Das ist so ein Programm? Nee, das wäre aber voll praktisch, weil dann könnte man hochladen. Es gibt, glaube ich, einen Uploader, der sowas kann. Aber gut, die sich wundern, warum meine Denastags-Videos immer erst so um 23.30 Uhr kommen. Ja. Ich komme aus der Schule um 16 Uhr und dann habe ich erstmal keinen Bock. Also dann wenn man nach der Schule, habe ich immer so total leer, so schon wieder nichts gelernt. Ja, Schüler halt. Und ich höre überall Zombies, aber ich finde nicht, wo ich hin muss. Naja, und dann... Das ist bestimmt so eine Erholungsrate, das ist immer noch das von vorhin. Aber nach 2 Stunden fängt man dann an, das Video zu machen und dann wird es immer länger, dann muss man schneiden und es wird immer länger, zieht sich immer länger hin. Und dann ist schon 19 Uhr und dann wollten wir um 19 Uhr aufnehmen, haben wir schon auf 20 Uhr verschoben. Und dann habe ich fertig gerendert das Video jetzt während der ersten 2 Folgen. Jetzt wollte ich es hochladen, aber es geht nicht. Das heißt, wenn wir fertig aufgenommen haben, dann lade ich es hoch. Das heißt, ich schätze, das Video kommt um 23.25 Uhr. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich schätze, das Video kommt, wenn ihr diese Folge gerade seht, vor ungefähr einer Woche. Nee, vor ungefähr 4 Tagen oder so. Am Denastag. Ja, am Donnerstag haben wir. Nee. Was? Ja, okay, gut, wir sind jetzt schon wieder bei 26 Minuten, ne, Dena? Ja, das stimmt. Jetzt 2x13, das heißt, wir würden dann jetzt schon wieder mit einem neuen Thema anfangen. Ein paar Sekunden. Das heißt, wir haben jetzt schon noch eine neue Folge? Ja. Ja. Ach so, bei 3. Also, in der 2 Folgen. Ja, okay, durch. Ich verstehe. Und übrigens, ach, das wollte ich noch ganz kurz, kann ich noch eben in dieser Folge sagen. Wir haben uns mal Kommentare angeguckt, beziehungsweise bei Dena in dem tollen Forum da, wo ich eigentlich auch manchmal sehr aktiv bin. Manchmal sehr aktiv, komische Zusammenstellungen. Dena.tv. Genau. Das schneide ich einfach raus, damit du hier keine scheiß Werbung davon machst.